Herzlich willkommen zu einem kleinen Video zum Fiore Rework. Es wird vom Prinzip her etwas an Buff und Nerf von Maxime erinnern, da ich erst einmal alle Fähigkeiten durchgehen werde und euch erklären werde, was die Folge dieser Änderung ist. Wie einige wissen, habe ich Fiore eine ganze Zeit lang gemaint und weiß daher, worauf es bei diesem Champion ankommt. Schauen wir uns also erstmal die Fähigkeiten an. Fioras alte Passive hat langsam jedes Mal Leben regenerieren lassen, wenn sie physischen Schaden verursacht hat. An Champions konnte man diesen Effekt bis zu 4-mal stacken. Der Wert war an sich relativ gering, hat aber auf Dauer guten Sustain auf der Lane gewährt. Fioras neue Passive macht zufällig Schwachpunkte der Feinde aus, die den Himmelsrichtungen entsprechen. Greift sie von dieser Seite an, verursacht sie prozentualen absoluten Schaden, kriegt etwas Heilung und einen Lauftemposchub. Dazu kommt, dass sobald Fiora einen Schwachpunkt auslöst oder gerade diesen 15 Sekunden lang nicht ausgelöst hat, sofort ein neuer ausgemacht wird. Als Folge davon wird Fiora zu einem unerträglichen Lane-Bully im Early Game, da man ihren Passiv-Procs relativ wenig entgegensetzen kann, wofür auch der darauf folgende Lauftemposchub sorgt, da es dem Feind das Traden schwer macht. Doch wodurch wird es Fiora so leicht gemacht, die Passive zu nutzen? Dafür sorgt die neue Q-Spell. Ihr alter Q-Spell war ein Point-and-Click-Gap-Closer, der nach Aktivierung innerhalb von 4 Sekunden ein zweites Mal benutzt werden konnte. Ihr neuer Q-Spell ist frei verwendbar, kann dafür allerdings nur noch einmal zum Dashen benutzt werden. Am Ende des Dashes werden On-Hit-Effekte und, was am wichtigsten ist, Schwachpunkte aktiviert. Fiora kann jetzt also durch einen Feind dashen und sofort den Schwachpunkt auslösen, ohne erst einen Auto-Attack machen zu müssen. Des Weiteren wird ebenfalls die Abklingzeit um 60% verringert, wenn man mit dem Q etwas trifft. Den Q kann man meiner Meinung nach weder als Buff noch als Nerf betrachten, sondern vielmehr als Notwendigkeit, um das neue Kit funktionsfähig zu machen. Soweit klingt die neue Fiora also schon mal wesentlich stärker. Aber schauen wir uns zunächst noch die anderen Fähigkeiten an. Fioras alter W-Spell konnte den nächsten Auto-Attack blocken und dafür Schaden zurückwerfen. Darüber hinaus hat die Fähigkeit passiv 15 bis 35 AD gegeben und auf Level 1 schon 15 AD mehr zu haben und dazu einen Auto-Attack zu parieren ist ziemlich stark. Auch wenn man bedenkt, dass die Fähigkeit später einen Cooldown von etwas weniger als 4 Sekunden hatte. Der neue W-Spell kann nun allerdings für 0,75 Sekunden absolut alles blocken und danach einen Angriff mit einer Reichweite von 750 in die gewählte Richtung ausführen und alle getroffenen Feinde für 1,5 Sekunden verlangsamen. Wenn Fiora ein Heavy CC blockt, also Stun, Knock-Up oder ähnliches, werden alle getroffenen Feinde sogar für die Zeit gestunt. Diese Fähigkeit ist mit dem richtigen Timing absurd stark. Ab hier beginnen allerdings die ersten Nachteile. Einmal die Abklingzeit. Die Fähigkeit beginnt bei 21 Sekunden Abklingzeit und geht auf maximaler Stufe mit Cooldown Reduction gerade mal auf knapp unter 10%. Das ist etwas bitter. Auch der passive AD-Bonus wurde komplett entfernt, was allerdings durch die neue Passive, zumindest in der Laning-Phase, noch verkraftbar ist. Aber jetzt kommen wir zum schlechten Teil der neuen Fiora. Ihr neuer E-Spell gewährt ihr für die nächsten zwei Angriffe 50% Angriffstempo. Dabei kann der erste nicht kritisch treffen, verlangsamt das Ziel jedoch für eine Sekunde um 25 bis 65%. Der zweite Schlag hingegen trifft auf jeden Fall kritisch. Und das ist verglichen mit der alten Fiora lächerlich. Der alte Fiora E hat schon auf Stufe 1 für 3 Sekunden 60% Angriffstempo gewährt, auf Stufe 5 waren es sogar 120%. Außerdem erhielt sie mit einem Auto-Attack und zwei Q-Spells sofort bis zu 45% mehr Lauftempo. Und jetzt kommt das Beste. Die Fähigkeit hat sich bei einem Kill sofort resettet, beim Assist ging immerhin noch die halbe Abklingzeit weg. Diese Fähigkeit passt sogar viel besser zu der neuen Fiora als zu der alten. Der neue Fiora E fühlt sich vergleichsweise wie ein schlechter Scherz an. Nehmen wir an, ihr wollt gegen einen Feind mit einem Dash kämpfen. Der Schwachpunkt erscheint hinter eurem Feind. Fioras Dash ist kleiner als der von Lucian. Ihr werdet also keine Chance haben, den Schwachpunkt auszulösen und auch eine 65%ige Verlangsamung für eine Sekunde wird nicht viel daran ändern. Aber ihr habt ja noch die Ulti, oder nicht? Werfen wir mal einen Blick darauf. Zu Fioras alten Ulti muss man nicht viel sagen, ihr seid mit übertriebenen Schaden durch die Feinde gebrettert, ohne dabei anvisiert werden zu können. Nicht mal der Turm konnte euch während der Ulti angreifen, wodurch sofortiges Diven auf Level 6, ohne dass der Feind auch nur irgendwas dagegen machen konnte, nicht zur Seltenheit machte. Dass das geändert wurde, finde ich gut, es muss irgendwo auch Counterplay geben. Aber bei einem Blick auf die neue Ulti stand mir die Enttäuschung leider ins Gesicht geschrieben. Ihr wählt ein Ziel aus, welches alle 4 Schwachpunkte erhält. Wenn ihr alle 4 zerstören könnt, oder das Ziel mindestens mit einem zerstörten Schwachpunkt stirbt, erscheint ein relativ starkes Heilfeld unter eurem Feind. Und das ist Müll. Es ist nahezu unmöglich, alle 4 Schwachpunkte innerhalb von 8 Sekunden auszulösen.
Der großen Duellantin wurde ihr gesamtes 1v1-Potenzial genommen. Der Feind muss nur etwas gescheit mitlaufen und Fiora hat keine Chance, die Schwachpunkte auszulösen. Der Q-Spell hat mit Cooldown Reduction und Treffern eine Abklingzeit von ca. 2,6 Sekunden. Damit alle Schwachpunkte auszulösen, vorausgesetzt man schafft es bei der kleinen Reichweite überhaupt immer wieder von einer anderen Richtung zu treffen, ist schon von der Zeit her extrem knapp. Und als Fiora muss man erstmal so lange überleben, denn die neue Fiora ist extrem von Schadensitem abhängig. Ihr prozentualer Schaden durch die Passive liegt gerade mal bei 3% und kann erst mit viel AD auf ca. 15-20% erhöht werden. Der Schaden der Ulti basiert auf dem Schaden der Passiven und auch das Heilfeld skaliert ausschließlich mit AD. Und selbst wenn ihr euren Feind 1v1 besiegt, was nach wie vor nicht unwahrscheinlich ist, da sie Full AD immer noch viel Schaden machen kann, bringt euch das Heilfeld nach dem Kampf rein gar nichts. Wenn wir das Ganze jetzt auch noch in Teamfights betrachten, könnt ihr eure Ulti vergessen. Warum zur Hölle erscheint das Heilfeld unter eurem Feind? Wie wahrscheinlich ist es, dass der Kampf so verläuft, dass das Team tatsächlich davon profitiert? Nun gut, bei Nashor oder beim Drachen vielleicht, aber wenn wir einen Blick auf den Jungle werfen. Durch die Wände habt ihr nicht mal die Möglichkeit, die Schwachpunkte auszulösen, weil zwischen dem Feind und der Wand schlichtweg kein Platz mehr für euch ist. Aber wie könnte Riot dafür sorgen, dass die große Duellantin ihrem Titel gerecht wird? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dem Q-Spell eine Abklingzeitverringerung von nahezu 100% zu geben, jedes Mal, wenn ein Schwachpunkt der Ulti zerstört wird. Dadurch würde ihre neue Ulti mehr dem Prinzip der alten Ulti entsprechen, mit dem Unterschied, dass sie extrem Fokus auf nur einen Feind hat, um extrem viel Schaden zu verursachen, während sie gezielt um ihren Feind herum dasht. Was dadurch weniger zurückgeblieben ist, dass sie dabei durchgehend anvisierbar bleibt und gestoppt werden kann. Als Folge davon müsste allerdings die Heilung des Feldes reduziert werden, da es einfacher auszulösen ist und später immerhin an die 2000 Leben über 5 Sekunden heilen kann. Eine zweite Möglichkeit wäre, ihren E-Spell wieder in Richtung der alten Fiora zu führen, da der neue E-Spell, wie gesagt, einfach nur erbärmlich ist. Oder wenigstens die Abklingzeit zu verringern, da 7 Sekunden auf Stufe 5 für einen so schwachen Skill etwas übertrieben scheint. Zu guter Letzt hielt ich ebenfalls eine Verringerung der Abklingzeit des W-Spells für angebracht, da man bei 21 bis 15 Sekunden doch stark darunter leidet, sollte man ihn nicht gescheit treffen. Und, ach ja, man könnte ebenfalls ihre Passive in abgeschwächter Form an großen Jungle-Monstern benutzbar machen. Durch die Änderung am W- und E-Spell wurde sie nämlich als Junglerin unspielbar gemacht. Aber das war lediglich meine Meinung. Vielleicht seht ihr das ja komplett anders. Schreibt's mir in die Kommentare. Ich pack mal meinen Guide von der alten Fiora in die Videobeschreibung, falls ihr noch mehr Eindrücke braucht, wie unglaublich retarded die alte Fiora war. Ansonsten war's das von mir. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal.